Unumstritten war Frank Stella in Jena noch nie. Von den einen wird er geliebt, von den anderen gehasst. Ausgerechnet hier ist seit Mitte Oktober eine Ausstellung zu sehen, die Stellas Arbeiten der vergangenen 10 Jahre zeigt. Es ist die weltweit größte Schau seiner neuesten Werke. Von den insgesamt 33 auch einige Stücke, die die Öffentlichkeit noch nie gesehen hat. Initiiert hat die Werkschau der langjährige Freund Stellas, Professor Dr. Martin S. Fischer von der Friedrich-Schiller-Universität. Das Grundanliegen der Universität ist, dass wir unseren Ehrendoktor Frank Stella zu seinem 75. Geburtstag, der im Mai war, ehren wollen. Und wenn man jemand ehrt, ist es ja immer auch schön, dann ist es auf beiden Seiten. Wir ehren ihn und er ehrt vor allen Dingen uns mit dieser Ausstellung. Untergebracht im alten Straßenbahndepot in Jena Nord mag der Ausstellungsort ungewöhnlich erscheinen. Für den Künstler selbst hätte es keinen besseren geben können. Es ist tatsächlich ein ruhiger und wunderbarer Raum, um Kunst zu zeigen. Es gibt nichts anderes als die Halle und ein tolles Licht. Um genau zu sein, ist es ideal hier. Nach 1996 und 2001 ist es Stellas dritte Ausstellung in der Saalestadt. Farbenfrohe Skulpturen und Bilder beherrschen den Raum. Für einen der größten amerikanischen Gegenwartskünstler ist es die Auseinandersetzung mit Ebenen und Räumen. Thank you.